Ausblicke. Visionen junger Künstlerinnen aus Rumänien und Moldawien. Aus der Sammlung Taros. Mit dieser umfangreichen Kunstschau im Stiftkloster Neuburg stellt das Rumänische Kulturinstitut Wien ein bis dato einzigartiges Projekt auf dem Gebiet des Kunstschaffens und dessen Förderung einer breiten Öffentlichkeit in Österreich vor. Im Laufe der vergangenen 7 Jahre stellte der Mäzen Norbert Valentin Tarus eine beträchtliche Sammlung seines im Rezetatgebirge ins Leben gerufenen Kunstprojekts zusammen. Junge Studentinnen und Absolventinnen der Kunstakademien Chisinau, Republik Moldau und Iași, Rumänien, wurden im Rahmen dieser Initiative dazu aufgerufen, in der noch unberührten, idyllisch kargen Natur der Karpaten ihre Kreativität direkt vor Ort zum Ausdruck zu bringen. Im Rahmen eines 4-wöchigen Sommersymposiums wurden sie dabei stets von renommierten Professoren der beiden Kunstakademien unterwiesen und begleitet. Zwischen 2005 und 2012 entstanden dabei über 300 Gemälde und 15 Marmorplastiken, deren Einzigartigkeit hierbei nicht nur in der Verbildlichung landschaftlicher Erhabenheit, sondern auch in der gegenseitigen künstlerischen Befruchtung in den einzelnen Werken zum Ausdruck gelangt. Im Angesicht monumentaler Gebirgslandschaften entstand eine Wettbewerbsdynamik, die nicht nur den Künstlerinnen neue Wege erschloss. Unter dem Ausstellungstitel Ausblicke erlaubt die Sammlung Tarus, die zeitgenössischen Tendenzen der Kunst im rumänischen Sprachraum auch unter neuen Gesichtspunkten zu beleuchten. Die besondere Originalität gründet vor allem auf der Sichtbarmachung der produktiven Energien, die zwischen den jungen Künstlerinnen herrschen und durch welche sie angetrieben werden. Vom 4. Juli 2013 bis 1. September 2013 in der Sala Terrena Galerie im Stiftkloster Neuburg.